Heute findet die große VIP-Eröffnung des Austropubs im Gasometer statt. Mit Austropubber Alexander Riebisch, der heute nicht nur durch den Abend führt, sondern auch live on stage performt. Ein wirklich spannendes Programm heute. Dann gehen wir mal rein. Dunja Schiller für ARTV. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich dich sehe. Was mache ich da eigentlich? Hast du die Einladung bekommen? Mir hat der Alex angerufen und gesagt, magst du nicht vorbeikommen? Und so, ja, warum nicht? Ich schaue mal, ob ich Zeit habe. Habe ich. Sehr schön, dass du jetzt auch da bist. Also. Bisschen, weil ich wusste, dass du kommst, wäre ich viel früher gekommen. Hätte ich mich gefreut. Ja, vorbeigekommen. Ja. Aber du wärst doch öfters vorbeigekommen, oder? Also du kommst schon öfters noch vorbei. Wo? Hier ins Austrian-Pub. Naja, es ist an und für sich nicht mehr gegen. Weil ich im 19. wohne. Ja, aber ich meine, wenn ich da bin... Dann komme ich öfter vorbei. Sehr gut, dann sehen wir uns öfter. Ja, das ist gut. Was hast du in der Lockdown-Zeit gemacht? Schlafen. Nein, ich weiß, der Fahrt war es. Aber was soll's? Nein, ich war auch ab und zu auf Urlaub, aber was soll's? Und wo ging's hin? All over the world. So viel war ich überhaupt noch nie auf Urlaub. Darf man das sagen? Ja, jetzt ist eh schon vorbei. Ja, jetzt ist vorbei. Ja, ich war recht viel auf Urlaub. Auch klassisch Dubai, wie alle Trotteln. Hast du gewusst, heute der Alex tritt heute auf? Wo? Stage, ja. Da irgendwo. Naja. Ah, der springt hinter da. Ja. Der ist ja in Wirklichkeit gar nicht so groß. Ich sag's nur. Ich auch nicht. Gut. Und was macht er da? Nein, ich weiß nicht, dass er singt. Lass ihn nicht ärgern. Von einem alten Trottel. Weißt du dich schon drauf? Selbstverständlich. Sieht man dich auch singen? Nein. Das möchtest du nicht. Aber wir haben schon andere Hitten leer gespielt, glaub mal. Wir sehen uns auf jeden Fall später. Bis dann, spätestens beim Buffet. Ja, danke. So, lieber Erik, bist du schon im Stress oder wie sieht das gerade aus? Es schaut so aus, dass ich total relaxed bin. Ich habe jetzt 4 Monate Zeit gehabt, eigentlich ein Jahr, die Gastronomie wieder hochzufahren. Wir sind sehr glücklich seit einer Woche, dass wir wieder starten können. Meine Mitarbeiter sind alle gechillt und relaxed. Wir freuen uns auf dieses Event. Sehr schön. Was wird es denn heute geben zum Essen? Ich rieche schon ein bisschen was, aber... Ja, wir haben da schon unsere Überlegungen gemacht. Also ich hoffe, vielleicht das beste Gulasch in Wien. Nach dem Wiener Schnitzel und dem Tafelspitz soll es hier im Austrian-Pub das beste Gulasch in Wien geben. Mit dem besten Bier, Stiegelbier. Ich liebe es. Da freue ich mich schon drauf. Ich werde natürlich nachfragen, wie es geschmeckt hat den Gästen und werde natürlich selbst ein bisschen kosten. Ich danke dir. Wir sehen uns. Gerne. Danke. So, danke fürs Kommen, Beatrice. Du siehst toll aus, also wie immer. Dankeschön. Muss man nicht sagen. Was hat dich hierher verschlagen? Naja, der Alex hat mich eingeladen und wenn der Alex ruft, dann sind wir alle parat. Das ist super. Dann hätte ich die Frage, was hast du jetzt in der Lockdown-Zeit alles gemacht? Eigentlich sehr viel. Ich habe sehr viel von zu Hause aus gearbeitet, was halt möglich war, sehr viele Shootings nach Hause gelegt. Ich habe mir dafür extra Equipment zugelegt und ja, sonst halt auch sehr viel, es ist halt jetzt sehr viel über online gegangen und man passt sich halt an. So, lieber Alex, wir haben ja heute die VIP-Eröffnung. Was wirst du uns heute alles zeigen? Was werde ich euch heute alles zeigen? Also, wir haben heute einen Live-Act von D3. Dann ich werde singen, dann gibt es eine Bilderübergabe vom Joe Nayo mit der Nayo Galaxy. Das wird der Andy Lilang und der Franz Schlederer ein Porträt bekommen und ich auch. Und der Beatrice Körmer ihre Musikvideos werden wir präsentieren und machen einen gemütlichen und entspannten Abend hier im coolen Austrian-Pub. Das klingt schon sehr gut. Ich habe auch gehört, es wird leckeres Essen geben. Weißt du auch schon circa, was auf der Karte stehen wird? Ja, sous-vide gegarte Short Ribs. Ja. Es gibt Gulasch, das wahrscheinlich beste Gulasch von Wien. Und ganz gute Trüffelpommes haben wir. Ja, das klingt ja schon sehr, sehr gut. Jetzt habe ich noch so die Frage, was hast du eigentlich in der Lockdown-Zeit gemacht? Hast du die ganze Zeit nur Austrian Pub? Ich habe sehr viel an meinem Album gearbeitet. Das wird fertig. 5 Lieder sind schon im Kasten, also es wird ganz spannend.
Und dann im zweiten Teil des Lockdowns habe ich dann langsam angefangen, im Austrian Pub mitzuorganisieren und dann den Entertainment-Bereich hier übernommen. Ja. Also ich war ausgelastet. Super, das heißt, wir werden dich öfters im Austrian Pub sehen. Jeden Donnerstag, 18 Uhr, Alex Riebisch live. Dankeschön, das freut mich sehr. Wir sehen uns ja später noch. Wir sehen uns später noch. Danke. Wir stehen jetzt draußen im Garten und da wollte ich mal fragen, wie hat sich die Einladung erreicht? Der Alexander Riebisch hat mich kontaktiert, den kenne ich von einigen anderen Veranstaltungen, das ist sehr umtriebig. Ja. Und heute tritt auch Alexander Riebisch eben auf. Ja, okay. Sind Sie schon gespannt? Ja, ich bin sehr gespannt, ja. Keine Ahnung, aber er singt ja, genau. Ja, nein, bin gespannt. Ja, und werden Sie auch wiederkommen ins Austrian Pub? Ich hoffe, dass ich auch engagiert werde, weil es gibt ja da eine Bühne, wo auch Kabarettveranstaltungen geplant sind. Und im Herbst, wenn dann das Corona vielleicht hoffentlich bald also Geschichte ist und die Leute keine Masken mehr tragen müssen und ins Kabarett kommen können. Ich habe jetzt auch am 13. Juni Premiere in der Genrebühne, Open Air. Ich hoffe, dass da auch die Maskenpflicht wegfällt schon. Ab 10. Juni soll das sein, habe ich gehört, hat der Mückstein verlautet. Das wäre super, weil es ist schon mühsam, wenn du auf der Bühne stehst und irgendwie lauter Vermummte vor dir hast, und du nicht weißt, ob sie lachen oder nicht. Und als Kabarettist, ich meine, bist du ein nervliches Wrack, ja, wenn du keine Reaktionen aus dem Publikum bekommst. Und aber dann nichtsdestotrotz, mein Programm heißt Endlich. Und ich habe am 13. Juni endlich Premiere, nachdem ich es verschoben habe und immer wieder, ja, es ist Sache. Und ja, und es gibt da einen Veranstaltungsraum, habe ich gehört. Und da werden wir Sie endlich auch da sehen. Genau, endlich hoffentlich. Und dann wäre ich ja vielleicht einmal da, weil die Terrasse ist immer super. Wenn das Essen gut ist, gerne wiederkommen. Dann danke. Lass dir es schmecken. Ja. Und dann freue ich mich schon drauf, wenn wir dich dann hier auf der Bühne auch sehen im Austrian Pub. Ja, schön. Ich freue mich auch. Anzufeuern. Wie hat dir ganz besonders der Auftritt vom Alex gefallen? Der Alex macht das jedes Mal herrlich. Er springt am Tisch, macht Stimmung, reißt die Leute mit. Also jedes Mal ein Highlight. Also du kommst auf jeden Fall wieder, wenn er wieder da ist. Sehr gerne. Dankeschön. Das wird bestimmt ein Riesenspaß. Meine Fans haben recht. Da hol ich schon mal ein Riesenbrett. Hey, doch, gib mal Gas. Das wird bestimmt ein Riesenspaß. Ich habe jetzt die Ehre, mit Andi Li Lang zu sprechen. Andi, wie sehr freust du dich, heute im Austrian Pub zu sein? Ja, ich freue mich einmal überhaupt irgendwo zu sein, denn die Zeiten waren ja nicht so lustig und ich bin ein freiheitsliebender Mensch und eingesperrt zu sein oder eingesperrt gewesen zu sein, unter Anführungszeichen, wir wissen schon, dass es Länder gibt, aber es ist noch brutaler, aber es war nicht lustig. Und was hast du so gemacht in der Lockdown-Zeit? Wie hast du das? Also ich bin zweimal nach Afrika geflogen, habe mich für Tiere eingesetzt. Ich war auf der Hannes Wildlife Foundation als Volontär tätig, weil mir einfach die Decke am Kopf gefallen ist und ich was Gescheites machen wollte, weil irgendwann, man verblödet zu Hause, man wird stumpfsinnig. Wie gesagt, das war kein Leben für mich und ich habe mir in Afrika meine Freiheit wiedergeholt und ich bin froh, dass dieses Land jetzt auch aufsperrt. Ja. Vielen Dank, dass Sie hier sind, Frau Stumpf. Was bringt Sie her? Natürlich das tolle Essen, die gute Stimmung. Und jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Aber wie gesagt, wir sind bester Dinge, dass es ein wundervoller Abend wird. Und eine hoffentlich sehr, sehr tolle Saison für das Austrian Pub. Werden Sie öfters kommen ins Austrian Pub? Natürlich werden wir öfter kommen. Gute Stimmung, gutes Essen, das passt immer. Das freut mich sehr. Da kriegt ihr auch viele Freunde da. Wir sind heute bei der VIP-Eröffnung und ich stehe hier mit Romeo Liebhaber. Romeo, was bringt dich her? Ich bin ein Sponsor von Alexander Riebisch. Sponsor da heute auch eine Kleinigkeit mit RSL Business Network. Ja, und hoffe eine coole Party heute. Eine coole Party braucht meistens was Gutes zum Essen. Hast du dir schon überlegt, was du heute essen wirst? Ja, das sensationelle Gulasch natürlich vom Erich. Da geht nichts drüber. Ich habe dir
Ehre, jetzt mit Thomas zusammenzustehen. Hallo Thomas, freut mich, dass du da bist. Hallo, servus. Hier im Austrian Pub, warst du schon mal da oder wie hat dich die Einladung erreicht? Über ganz unkonventionelle Wege. Ich habe sie über Facebook gekriegt. Über Facebook? Ja, und zwar ganz kurzfristig. Der Tom, ein Facebook-Freund von mir, hat gesagt, hey, du bist auf der Eröffnung im Austria Pub und hat mich quasi eingeladen dazu, weil er gewusst hat, dass ich eher auf Promotour bin gerade. Und dementsprechend hat er das super gegeben. Das ist toll. Und wie gefällt es dir hier? Also, super. Also ein schönes Ambiente, schöne Atmosphäre. Ich hoffe, dass wir bald wieder an einem Punkt sind, wo man relativ eng miteinander hier dann stehen kann und die Weite nicht so spürt. Ja. Hast du heute schon gewusst, dass da Alex Ribisch auftreten wird? Dass er auftreten wird, habe ich nicht gewusst. Ja, nein, das habe ich noch nicht gewusst. Schon gespannt? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja. Hast du ihn schon einmal singen gehört? Nein, noch nicht. Oh, dann wird das ganz, ganz spannend. Ich bin gespannt. Ja. Ich habe die Ehre, ich spreche jetzt mit Robert Sommer. Hallo Robert. Hallo, freue mich, dass ich bei dir bin. Ne? Ich freue mich, dass du hier bist. Ein bisschen Abstand, nein, es geht schon so. Ne? Wir sind ja getestet, wir haben alles genesen, geimpft, alles, was Gott verboten alles hat. Alles zusammen. Ich habe gerade gesehen, ich habe ein schönes Buch von dir. Ja. Erzähl uns ein bisschen was draus. Naja, es ist leicht zu erkennen, wie man unverschämt reich und berühmt wird. Ja, das wird ja jeder ganz gerne, oder? Reich und berühmt. Das Buch habe ich geschrieben gemeinsam mit dem bekannten Verleger Christian W. Mucher, der weiß es auch. Ich war lange Zeit auch ein Kollege von dir, Society-Reporter, und weiß wirklich viele Geheimnisse der österreichischen Society. Und so mancher, über den dort geschrieben wird, glaube ich, kommt ja heute auch ins Austrian Pub. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Überhaupt, wenn die dann da sind, wäre es doch schön, wenn dann neue Geschichten entstehen und dann kommt dann noch ein Buch raus. Ja, wir können jederzeit eine Fortsetzung machen. Die Society lebt wieder nach einem Jahr fast der Pause. Und ja, da gibt es wirklich lustige Geschichten, was die Prominenten alles probieren, damit sie in die Zeitung kommen oder was sie probieren, damit sie nicht in die Zeitung kommen. Weil bei so schlüpfrigen Geschichten wie eben vielleicht einmal ein Seitensprung oder eine Trennung wollen das die Prominenten nicht ganz so gerne. Also da wird, glaube ich, heute im Austrian Pub bei dieser herrlichen Eröffnung noch sehr viel darüber gesprochen werden. Da bin ich schon sehr gespannt. Das glaube ich, oder? Es war ein furioser Abend mit toller Musik, viele Promis und richtig leckerem Essen. Und ein Alexander Ribisch, der auf Hochform war und die Bühne richtig gerockt hat. Wir freuen uns, wenn wir wieder da sein dürfen. Dunja Schiller für ARTV.